Alles, was wir tun, können wir nur durch Energie vollbringen. Diese gibt es in verschiedenen Formen auf unserem Planeten und sie ist überall zu finden. Doch nicht jede Energie wird von uns aufgenommen und erst recht nicht auf die gleiche Weise. Auf unserem Planeten unterscheiden sich Lebewesen am einfachsten anhand dessen, wie sie sich Energie zuführen. Mensch und Tier nehmen ihre Energie aus der extern zugefügten Nahrung aus. Doch wie funktioniert das eigentlich bei Pflanzen? Pflanzen besitzen ja weder Mund noch Schnauze und erst recht keine Zähne. Also muss sich die Pflanze selber helfen. Wie geht das? Dazu müssen wir ein wenig näher an die Pflanze heran. Nein, noch viel näher. Mikroskopisch nah. Das ist eine pflanzliche Zelle. Da schwören ziemlich viele kleine Bestandteile herum. Das für uns Interessanteste ist allerdings dieses kleine grüne Ding. Ein Chloroplast. Chloroplasten sorgen neben der grünen Farbe auch für die Versorgung von Pflanzen mit Nahrung. Welche Nahrung und wie sie entsteht, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Der Vorgang, der dafür stattfindet, nennt sich Photosynthese und ausschlaggebend für den sind Sonnenenergie und CO2. Ja, man könnte also sagen, eine Pflanze ernährt sich von Luft und Liebe. Also, naja, nicht ganz so einfach. Es braucht für die Photosynthese zwei Teilvorgänge. Die erste ist die Lichtreaktion. Hierbei nimmt die Pflanze die Lichtenergie der Sonne auf und spaltet gleichzeitig Wasserstoff. Dabei entstehen Elektronen, mit denen die Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt und in ATP gespeichert wird. Außerdem bleiben noch ein paar Elektronen von der Spaltung über und, ach ja, Sauerstoff entsteht auch noch ganz nebenbei. Sobald die Sonne weg ist, beginnt Teil 2 der Photosynthese. Die Pflanze filtert das CO2 aus der Luft und bindet es in seinem Zellinneren. Nun werden in den Chloroplasten die chemische Energie in ATP, die überschüssigen Elektronen und das CO2 zusammengeführt, um das CO2 in die Grundnahrung der Pflanze umzuwandeln. Glucose, Einfachzucker. Dieser Kreislauf wird ständig den ganzen Tag von der Pflanze durchgeführt und somit kann sie sich selbst ernähren.